Herzlich willkommen zu einem Schlachtbericht Legion, unser vierter Schlachtbericht. Ich, der Frankie, wird heute gegen den Boris spielen. Moin. Genau, ich werde heute mal mit Rebellen antreten. Ich mache mal so eine Übersicht, wie das Schlachtfeld aussieht. Wir haben uns auch schon die Mission haben wir uns ausgewählt und ich präsentiere mal, was in meiner Armee so kann. Einmal Han Solo, den wollten wir mal zeigen. Das ist nicht die Originalfigur, das ist die von Imperial Assault mit ja, Duck and Cover. Ducken und Decken auf Deutsch, das ist die italienische Karte. Dann Leia mit improvisierte Befehle. Ein Rebellenkommando mit Scharfschützengewehr und auch Ducken und Deckung. Dann einen Standard-Rebellentrupp mit Extratruppler und Z6. Einen Trupp mit Extratrupper und Ionenwerfer. Nochmal so ein Z6-Truppler. Fleet Troopers und wie gewünscht, einmal den Flieger mit Wedge und einem AX-108 Bodenbuzzer. Genau, das ist meine Armee. Irgendwie, was war das? Ach, Kontaktgranaten hast du. Ach, Kontaktgranaten, genau. Die beiden Truppler, die diese Z6-Waffe haben, haben noch Kontaktgranaten und die Fleet Trooper haben auch einmal Kontaktgranaten. Genau, das ist meine Armee. Und dann will Boris mal dran. Ja, dann präsentiere ich mal meine. Ich habe General Weirs dabei mit Kommandostärke und ruhmreicher Anführer. Ich spiele einfach mal einen AT-ST mit kompletter Ausrüstung, das heißt mit Mörsergeschütz, Zwillingsblaster, General Weirs und dem Granatwerfer. Ja, zweimal Düsenschlitten ohne Ausrüstung, einmal vier Snowtrooper mit Flammentruppler und dann noch dreimal Stormtrooper einfach mit dem DLT. Und das wäre auch schon meine Liste. Sind 797, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Genau. Magst du mal vorstellen, was wir spielen? Ja, wir haben gezogen klare Fronten. Durchbruch, das heißt, wer am Ende des Spiels mehr Einheiten bei dem gegnerischen, in der gegnerischen Ausstellungszone hat, hat das Spiel gewonnen. Das ist eine der wenigen Missionen, in denen auch Fahrzeuge punkten können, weil jedes Fahrzeug auch immer als Einheitenführer zählt. Das heißt, auch in diesen Missionen können Fahrzeuge punkten. Und wir haben ganz normal gutes Wetter. Ja, dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß. Wir haben gleich noch die Aufstellung gemacht. Hier steht Leia, Truppler mit Z-Waffe, Flottentruppler, Bike. Hier steht Han Solo. Hier noch ein Standardtrupp. Dort drüben meiner mit dem Ionenwerfer. Und da sind auch noch die Sniper-Schützen drin. Ne? Standardtruppler, AT-ST, Standard Stormtrooper, Snowtrooper, General Weirs, zweimal Bikes und noch einmal Stormtrooper. Genau, und wir fangen jetzt an mit unserer Kommandophase, wa? Genau. So. Ja. Wir haben hier auch ein neues Symbol. Das sind jetzt hier die Sniper. Sieht so ein bisschen aus wie diese. Das sind die. Ein bisschen zu verwechseln mit dem Kommandanten. Genau. Finde ich zumindest. Natürlich sehen die anders aus, aber könnte man auf den ersten Blick mal verwechseln. Genau. So. Du hast noch einen coolen Beutel, ne? Ja. Hast du nicht auch einen von den Imperial Assault? Nee, ich war nicht bei den ersten Turnieren warst du nicht dabei, erst später, ne? Ja. Stimmt. So. Ich muss gleich nochmal. So. Hast du schon hingelegt? Ich habe schon hingelegt. Ich muss immer nachlegen, weil ich ein paar uneingeschweißt habe. Ich habe Ausweichmanöver. Und ich habe koordinierter Beschuss. War zu erwarten. Mhm. Also ich wähle meine zwei Bikes. Der Rest kommt dann alles schön in mein Säckchen. Mhm. Die Bikes kriegen dadurch gleichzeitig einen Ausweichtoken und können halt auch Crits und ja, Crits ausweichen. Mhm. Zack, zack. Ansonsten hat. Und genau, ich habe eine Einsatzkarte und darf diesen Schuss, dass ich dreimal muss, aber kann aber nur ihr eingeben. Ne? Genau, ich lasse meine hier mal liegen, dass wir wissen, was wir gespielt haben. Na, ich glaube, ich habe hier die hier. Und er und Ausweichmanöver, wenn Frankie das nochmal zeigen möchte. Genau, ich halte nochmal hin. Das sind die beiden Karten, glaube ich, sind eigentlich hinlänglich bekannt. Genau.
So, dann fange ich an. Genau. Ich würde sagen, Leia kann ja zweimal sich bewegen, ne? Ja. Mache ich mit, nicht mit dem Stab, sondern mit dem anderen ich Stab. Ich gebe mal die ganzen Messhilfen rüber. So, ich würde das hier oben einfach mal auf den Bunker hinlegen. Genau. Und dann mal gucken, ob sie den noch überhaupt sieht. Da hat sie, glaube ich, gar keine Sichtlinie, weil Melia kannst du nicht durch. Obwohl, doch, wir können rausgucken, Entschuldigung. Wir haben hast du einen Lasermarker? Ja, natürlich, aber wir haben auch gesagt, wir können rausgucken und nicht durch das Gelände. Okay. Deswegen, das dürfte kein Problem sein. Du bist ja noch im Gelände drin. Ich nehme an, du hast die Deckung nicht komplett verlassen. Ne? Das heißt, du kannst hier eine Sichtlinie ziehen und die hier siehst du natürlich so oder so. Momentan wärst du aber wirklich nicht in Deckung, weil deine Figur nicht in... Aber hier? Ja, genau da. Aber wenn jetzt hier von hier was kommt oder der AT-ST schießt... Ich kann mal kurz gucken. Selbstverständlich. Da darfst du sogar mit dem, wohin ich gehen müsste, um die noch zu sehen. Musstest du an deine Base erstmal rangehen? Genau, also du möchtest noch weiter vorgehen. So könntest du auf den T schießen. Genau. Kannst aber, glaube ich, auch nur den einen sehen, ne? Wenn der Rest alles das verdeckt ist. Mir egal. Ich wollte es nur sagen, es ist höchstwahrscheinlich nur wegen dem Suppression Token. Genau. Wobei ich bin. Hab ich schon erwähnt, dass ich diesen Schuss hasse? Nee, ich mach das ganz anders. Ich bleib hier in Deckung und schieße nur auf die oder auf den. Ist mir egal, weil. Welchen Mann zieht? Ich bleib mit ihr in Deckung. Ja, das habe ich verstanden. Auf wen möchtest du schießen? Auf die drei. Okay. Dann. Aber erstmal, genau, jetzt habe ich mich ja bewegt. Ich darf aber nicht einen normalen Schuss machen und dann nochmal schießen, sondern. Du kannst auch einen normalen Schuss machen, hast aber nur Reichweite 2. Aber wieso gibst du jetzt nicht Leia und deinen Trupp nochmal einen Ausweichmarker? Okay, das wollte ich free. Genau. Also was heißt for free, aber als Aktion. Genau. Ich lege sie dir einfach mal hin. Zack und zack. Und dann, wo fängst du denn an? Ich fange linken Trupp. Links von mir oder links von dir? Links von mir. Links von der Kamera. Sauber. Sauber, war ein Suppression-Trupp. Genau. Dann auf deinen großen. Nö, die hat keine Cancel, oder? Doch, die kann das sogar zum Crit machen, genau. Was natürlich gleich wieder ganz toll anfängt. So, und er verliert ein Leben. Ja, wie sagt man jetzt nicht das Zeichen hin? Und auf den rechten Trupp, ein Crit und ein normal. Beide tot und ein Suppression Token. Genau, wir haben hier von Bolt Action diese roten Suppression Tokens. Noch cool, ne? Ja, es ist halt eine Explosion. Ich weiß nicht, Frank, wie man die Kamera halten möchte. Sieht halt noch ein bisschen besser aus. Ich kann ihm ja mal einen rübergeben. Genau. Kennt man vielleicht von Boat Action. Ja. Falls man es nicht so gut erkennt. Genau, dann auch wir hatten halt für euch für die Kamera, dass man sieht, wo drauf geschossen wird. Das ist Suppression Token. Also nicht wundern, wenn hier nicht die Originalmarke aus der Grundbox dabei liegt. Ich glaube, da beschwert sich keiner. So, du bist. Ja, ich bin. Ich geh mal in mein Säckchen ran. Und jetzt muss ich das so umdrehen. Standardeinheit. Jetzt bräuchte ich einmal, hast du... Ja genau, das ist ja meiner. Du hast ja deinen wieder mal nicht mitgebracht. Du hast auch zwei, ne? Ja. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, nochmal rüber zu laufen. Das ist die Vierer Reichweite, ne? Ja. Das nimmt Trupp auch. Muss ja, weil ich sonst hätte ich keinen Schicksal. Ich gucke erstmal, ob ich zwei Aktionen habe. Ja. Das Suppression Token. Die machen ja noch gar nicht so viel. Ich glaube, die werden einfach ausweichen. Oder ziehen. Nee, die weichen einfach aus. Und schießen dann auch auf deinen Trupp da im Wäldchen. Auf Layer oder auf den Trupp? Auf den Trupp. Okay. Ja, einer geht weg. Ich nehme an, du wirst dein. Warum? Du bist in leichter Deckung. Schwere Deckung? Schwere Deckung sind sogar beide weg, aber du kriegst einen Suppression Token. Ja, siehst du mir dann gleich den gebraucht hab? So, und meine haben Ausweichmarker und werden damit durch. Ja, dann. Das ist ein Commander, oder? Das ist dein Fahrzeug. Fahrzeug? Das Ding hier, ne? Genau. Der muss jetzt eine. Der muss jetzt eine Dreier-Pflichtbewegung erstmal machen. Dreier? Genau. Darf er auf so einem Haus stehen? Solange du die Base platzieren kannst, darf er da stehen bleiben. 45 Grad darf die Base auch angewinkelt werden, solange das Modell sicher stehen kann. So, ne? Genau.
Und jetzt kann der rein theoretisch zielen und auf deinen Großen schießen. Genau, du bist hier im Feuerwinkel drin, das heißt, du kannst auf den Großen schießen. Genau. Was hat der für Kanonen? Das müsstest du bei dir gucken. Der hat 3 Rot, 3 Schwarz. 3 Rot, 3 Schwarz. Und Wucht 3. Ich hole mal ganz kurz ein paar Würfel raus. Oder kann der sogar nö, wenn ich will? Was möchtest du? Nee, ich wollte einfach nur so, fragen, ob was der hast du? 3 Rot, 3 Schwarz. So, bitteschön. Und der hat gezielt und schießt. Okay. Ziel bedeutet, ich darf 2 wiederholen. Ne? Genau. Ja, das wären dann 4 Treffer, wa? Ja, genau. Ganz böse. Erkennt man die Würfe eigentlich? Ein bisschen, ne? Damit hat er keinen gesaved, glaube ich, oder hat man einen Convert? Ja, hat er tatsächlich. Hat er einen gesaved, verliert er nochmal 3 Lebenspunkte. So. Dann bist du schon. Ja. Ich werde mal wieder ziehen. Mhm. Das ist der Commander. Wirf? Ja. Was macht denn der gute Wirf? Wirf macht erstmal Spähen. Gibt er den beiden Bikes einen C-Marker. Mhm. Das war die erste Aktion. Und was macht der gute General? 3 bist du leider noch lange nicht. Run, run, flee, flee. Run, run, flee, flee. So, und damit wäre der gute General auch schon fertig. Genau. Ich habe eine Standardeinheit. Schön. Ich glaube, dann werde ich mal. Die haben die nicht? Die haben 3 nur Reichweite, ne? Die haben 3 Reichweite, genau. Okay, ja. Und die hier haben nur 2, ne? Die haben 2 Reichweite, ja. Und die Pistolen, aber dafür 2 Schuss. Ja. Mhm, Dann, egal, das ist Blödsinn, aber ich versuche den zu entpinnen mit Weiß, ne? Mhm. Nö, das heißt, ich kann nur eine Aktion machen. Und würde dann... Mit Einserbewegung, weil du im Gelände startest mit deiner Einheit. Die liegt oben auf dem Bunker. Das ist so nicht. Also die Wälder sind bei uns Geländezonen, deswegen kann man auch nicht durchschießen. Kriegt dann halt in der gesamten Zone diese Deckung aber. Aber ist halt für Infanterie schweres Gelände. Genau, dann war es ja schon. Ja. Und ihr seht, bei uns geht das relativ fix. So ein Spiel... Mein Walker. Oh oh. Was macht der Gute? Ich glaube, der wird einfach zielen. Und mein Walker aus der Luft holen. Schauen wir mal, ne? 2 Reichweite. Er wird zielen, wird noch seinen General Wise aktivieren, dadurch wird sein Arsenal zu Arsenal 4. Mhm. Das heißt, er darf alle Waffen abschießen. Er wird dann auf den Walker mit seiner Hauptbewaffnung schießen. Mhm. Und dann wird er versuchen, mit seinem Granatwerfer wird da, glaube ich, einfach nur auf dein Sniper-Team schießen, 3 Weiße. Also ich splitte das Fire. Der Granatwerfer hat halt 3 bis unendlich. 4 bis unendlich, deswegen kann ich da halt nicht drauf schießen. Ich glaube, auch der Rest wäre schon dichter dran. Da würde ich jetzt mal meine Würfel, glaube ich, zusammensuchen. Da habe ich dann nämlich jetzt 5 Schwarze, 3 Rote und 3 Weiße. Und 3 Weiße. Und ich habe gezielt, ich lege den Marker jetzt mal nicht hin, weil ich den höchstwahrscheinlich gleich ausgeben werde. Mhm. Ich habe insgesamt, was habe ich denn? Impact 4 habe ich insgesamt. So, dann schauen wir schon mal, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Und den werde ich einfach neu würfeln. Das war eben normaler Treffer, das lege ich dann mal weg. Ja, dann wird das hier... Erstmal geht einer noch weg durch deine Deckung. Lege ich den einfach mal weg. Ich glaube, dafür habe ich keinen Convert für den Schuss. Nee. Das heißt, der geht noch weg. Die hier werden dann alle zu Crits. Also 5.
Genau, und 5 Treffer wären es dann. Einer geht weg, weil sein Gleiter immer als in leichter Deckung ist. Kannst du mal einen 5. Würfel? Ah, ne, hab ich hier. Und jetzt geht er mal 5 Schilde. Nö, gar kein Schild. Haben, der hat einen Convert bestimmt, ne? Der hat einen Convert. Siehst du, das heißt, du verlierst nur 3 Lebenspunkte. Genau. Also hier einmal den 3er Marker für dich. Wo ist denn deine Kaputtschwelle überhaupt, wenn ich mal fragen darf? Die ist bei, ist das dieses Standard? Genau. 5, okay. Also 2 noch. Und dann wäre der Walker auch schon durch. Nee, du schießt... Ah nee, ich schieße ja noch mit 3 Weißen. Auf den Sniper-Trupp da hinten. Mhm. Deckung ignoriert der? Nee, der ignoriert keine Deckung, okay. Aber es gibt auf jeden Fall 1 Suppression-Token, egal ob ich irgendwas treffe oder nicht. Mhm. Ist egal, was jetzt. Na, wohl kein Crit, ne? Nichts, also kein Treffer, das heißt, es gibt nur 1 Suppression Token anstatt 2. So ein dann. Für das Sniper-Team. Und dann wäre ich auch durch. Mein General Weas habe ich getappt. Und du darfst. Standard-Truppe. Dann würde ich doch mal meine Typen nehmen und mit denen einfach 2, also sprinten, ne? So Doppel-Move machen. Doppellauf, genau. Genau. Musst du aber bei deinem Scheffel anlegen. Nicht als der Scheffel. Der den Finger so nach oben zeigt, ja. Unter Hand. Stehe ich ja voll im Offenen. Die haben sich schon bewegt, aber ich glaube, ich möchte dann doch die irgendwie decken. Zumindest müsste die so. Dann bist du. Gut. Standardeinheit. Die waren alle dran, also auf dieser Hälfte kommt, also nur noch die Hälfte, ne? Ja, genau, die waren, genau, die waren alle dran. Dann würde ich jetzt, glaube ich, gerne die hier aktivieren mit ihrem Suppression Token. Mhm. Den sie nicht abbauen, das heißt nur eine Aktion. Das heißt, die werden einfach auf deinen Gleiter schießen. Ja, okay. Das wären 2 weiße und 2 rote. Zeigt, was die Sturmtruppen können. Ja, es ist nicht schlecht. Der wird zum Crit durch Impact, sind 2 Stück. 2 Lebenspunkte weg. Ich glaube, damit haben wir auch deine Schwelle erreicht. Mhm. Das heißt, du darfst jetzt gleich mal einen roten Verteidigungswürfel würfeln. Aber warte mal, kriege ich nicht an. Du hast. Stimmt, du hast recht, der wäre weggegangen. Genau, du hast vollkommen recht, das ist nur ein Schaden. Entschuldigung, weil zur Regelerklärung, diese Sachen kommen erst nach dem Deckungsstep. Der einzige Unterschied ist, wenn ihr einen Crit Convert durch ein Machtsymbol habt, das kommt vorher. Mhm. Deswegen ist es nur ein Lebenspunkt. Schade, zu früh gefreut. Dann habe ich hier, das ist der neue Token, das sind die Sniper. Genau. Die haben 2 roten, nee, einen roten, einen schwarzen? Nee, die haben schwarz-weiß, oder nicht? Schwarz-weiß. Schwarz-weiß, was sind deine Ausrüstungen? Schwarz-weiß haben die, und zwar 1 bis unendlich Reichweite und durchschlagen 1. Und nicht Deckung ignorieren? Das hat dein Trupp, glaube ich, ja, genau. 1er Deckung oder 2er. Ich kenne ihn selber nicht, den hast du ja heute mitgebracht, da haben wir ihn ja. Scharfschütze 1, 1er Deckung ignorierst. Also, schieben wir einen weißen? Na, selbstverständlich. Hier. Dann würde ich doch mal. Und ausweichen kann gegen den Schuss nicht genutzt werden. Ach, deine Speed nervt. Ich will mich gerne hinterhalten. Auf den Flammenwerfer-Trupp. Dann brauche ich aber 2 Treffer, ne? Oder ein Crit oder sowas, ne? Ah, ne, also erstmal gucken, ob ich die Niederheiten wegmache. Nö. Dann würde ich gerne. Das heißt, ich bräuchte 2 Treffer, um den überhaupt Schaden machen zu können, ne? Ja. Oder einen Crit halt. Genau, also Einserdeckung ignorierst du. Nee, eigentlich brauchst du. Das ist ja Einserdeckung, das ignorierst du. Wir haben ja gesagt, nur das ist Schwerdeckung. Mhm. Und also, ansonsten ist da ja nichts zwischen. 2 Treffer. Also auch deine Firefly-Typen, ne? Die Flamer. Genau. 2 Saves, aber ein Suppression-Token. Genau. Dafür sind sie auch da, so Suppression Tokens verteilen. Ne? Genau, ziemlich sicher auf unendlich Reichweite, eigentlich ganz cool. Genau, dann bist du dran. Werde ich mal ziehen.
Standardeinheit, Runder. Ja, nö, nö. Ach doch, stimmt. Du hast natürlich, ja, da sind nur noch zwei Standard drin. Also okay. Was anderes würde mich jetzt sehr wundern. So. Ist die Frage, was wir machen. Ich werde die Flametrooper aktivieren. Versuchen, den links runterzuholen. Höchstwahrscheinlich. Ich gucke erstmal, ob ich zwei Aktionen habe. Leider nicht. Das heißt, die werden sich einfach ihren Einser bewegen. Magst du mir mal bitte den geben? Und die haben halt die Sonderregel, nachdem sie sich bewegt haben, dürfen sie nochmal feuern. Das heißt, die werden jetzt einfach mit fünf normalen Schüssen, weil der Flamer halt nicht rankommt, also fünf weißen Würfel, auf deinen Gleiter schießen. Mhm. Und da sind zwei Crits dabei, zwei natürliche. Das heißt, dagegen kannst du dann auch nichts machen. Der Convert wäre noch normaler. Ja, zwei Lebenspunkte weg. Damit haben wir jetzt aber die Schwelle erreicht. Ja. Dann hast du jetzt sechs insgesamt verloren. Ja. Dann nehme ich einen Besuch auf. Dann darfst du jetzt einen roten Verteidigungswürfel würfeln. Hier. Ist jetzt die Sonderregel, Fahrzeuge haben halt dieses, haben halt keine Moral, die haben einen Beschädigungswert. Mhm. Du hast jetzt ein Schild gewürfelt, ne? Die Miniatur wird beschädigt, bekommt einen Beschädigungsmarker. Jedes Mal, wenn du die Einheit aktivierst, musst du einen weißen Verteidigungswürfel würfeln. Wenn das eine Leerseite ist, hast du eine Aktion weniger. Okay. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was der Beschädigungsmarker ist. Oder ist es okay, wenn ich dir einfach irgendeinen gebe? Ja, wir wissen, glaube ich, dass der beschädigt ist. Ja, ich glaube, das ist der Beschädigungsmarker. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich lege ihn einfach mal rauf. Ja, das war dann doch sehr erfolgreich von den Snowtroopern und du bist dran. Mit einer Standardeinheit. Dann werde ich einfach mal. Kriegst du mal die Einweisschablone? Ja, selbstverständlich, bitteschön. Dann werde ich einfach du mal. Du stehst jetzt voll im Bild, glaube ich. Ja, ich muss bewege mich so ein bisschen nach vorne, dass ich immer noch in Deckung bin. Mhm. Und lege mir dann aus, welche Marke. Okay. Hier ist der Ausweichmarker. Schön. Mhm. Gut. Ja, ich werde hier einfach meinen Stormtrooper-Trupp aktivieren. Den letzten. Mhm. Ist leider ziemlich weit aus der Reichweite. Ich muss auch mal gucken, ob ich da mit Bewegung hinkommen würde. Ich glaube schon mit der Base. Tatsächlich nicht. Na egal, dann machen die auch einfach nur einen. Machen die das? Kommen die auch nicht mit ran. Dann bleiben die hier so ein bisschen ganz entspannt stehen. Mhm. Und geben sich dann einen Ausweichmarker. Und du darfst. Gut, dann möchte ich gerne, ich habe ja diese Fähigkeit, dass ich mir die zwei nehmen darf, das heißt... Dann du darfst erstmal eine ziehen, ja, und wenn sie dir nicht gefällt, kannst du die Fähigkeit haben. Ja, gefällt mir. Ich möchte gerne mit Solo kann 2 nochmal laufen, ne? Genau. Möchte ich dann rumlaufen und ja, in Deckung, ja, das bringt mir nichts, weil wir ja sowieso nächste Runde neu machen. Dann möchte ich gerne. Ne, ich gehe mal vorne. Da soll man ein bisschen was machen. Gucken. So. Der Haarnägel. Ja. Gut, ich habe ja nur noch meine Bikes. Magst du mir mal drei geben? Dankeschön. Manövrieren.
Hahn hat einen weißen Verteidigungswurf, ne? Ja. Gut. Wir wollen schön aggressiv reingehen. Erste Bewegung. Waren die schon dran? Nein. Dann ist es, glaube ich, ganz klar, wie. Entschuldigung, Jungs. Zack und zack. Du hast eh Hardcover. Dann würden die gerne in den Trupp reinhalten. In den großen Trupp? Ja. Ja. Der kleine war ja schon dran, ne? Die können wir genau mal umdrehen. Zwei rote, zwei schwarze, zwei weiße haben die, glaube ich, ne? Mhm. So. Und feuern dann einfach mal auf den großen Druck. Wiederhole ich durch den Zielmark. Ja. Er kann Crits würfeln. Er kann Crits würfeln. Der hier geht weg durch Deckung, da bleiben drei übrig. Genau. Zwei tot. Und ein Suppression Token. Mhm. Und dann darfst du. Genau, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Druck zu aktivieren. Suppression. Nö, dann ballern wir einfach in den Trupp rein. Ich habe da noch. Ich muss ganz kurz fragen, ich glaube, du hast da einen zu viel hingestellt, ne? 2, 4, 6. Ja, aber wenn du da 2 weggenommen hast, dürfen nur noch 4 da stehen. Nee, 5. Nee, 6. 6. Ja, deswegen sei ja, irgendwo hast du einen zu wenig hingestellt und irgendwo einen zu viel. Ich weiß jetzt nicht wo. Hat der schon Verluste gehabt? Nein. Der. Dann fehlt der da. Genau. Gut, dann schieße ich mit 3 normalen. Und einmal diesen Ionenwerfer. Genau, ich glaube, der Ionenwerfer hat auf jeden Fall Rot dabei. Der Ionenwerfer hat. Stimmt, mal gucken. Ionenwerfer. Und wird dann halt getappt, muss wieder fertig gemacht werden. Genau. Der hat 2 Rote. 2 Rote dazu, bitte. Hast du 2 Rote genommen? Nee. Nee. Hier? Genau. Ja, der Junge kann auch Crits würfeln, wie man sieht. Genau, converten kann ich nicht, glaube ich. Nein, das sind Standardeinheiten. Nee, das kann nur die imperialen Sturmtruppen lassen. Genau. Also das hier ist nichts. Ich darf meinen Ausweichmarker ja ausgeben, um einen Crit zu canceln. Ja. Das mache ich dann auch. Und dann noch 2 übrig. Davon verliere ich einen Lebenspunkt, weil ich habe einen Convert. So. Und du kriegst noch einen Ionentoken, ne? Ich krieg noch einen Ionentoken, weil ich bin ein Fahrzeug. Genau. Da bist du auch schon wieder. Ja, ich habe ja nur noch meine Bikes. Mhm. Ich glaube, du hast auch nichts mehr weiter, oder? Ne. So. Ja, die zweiten machen dann auch ihre Pflichtbewegung. Kann ja nichts mehr kommen eigentlich. Und halten dann nochmal in den Trupp rein. Sind Sie weitergekommen? Ja, ich habe Doppelmovement mit denen gemacht. Also hier und dann zweimal vor. Gezielt und mit Ausweichen. Ausweichmarke ist aber, glaube ich, irrelevant geworden. Sieht diesmal nicht so gut aus. Die 2 gehen weg, dann wieder 3 Treffer übrig. Genau, und dass ich die wieder gehalten habe, wäre eine Deckung gewesen, ne? Du hast ja so oder so schwere Deckung. Genau, sind wieder 2 tot. Es zählt ja immer die beste Deckung. Das hat jetzt sicher maximal plus 2. Mein Zielmarker ist wieder weg. Da wir durch sind, nehme ich jetzt gleich alle Marker runter. Hier bleibt eine übrig, weil die jetzt 2. Genau, durch den Suppression. Der Ionenmarker bleibt auch leider liegen. Kann ich hier noch irgendwo Ausweichmarker liegen? Ich glaube nicht. Meine Suppression Tokens kommen alle weg. So, und dann starten wir auch schon in Runde 2, würde ich sagen. Ne? Genau. So.
Okay. Ja, sorry. Vorstoß. Und zum Trauern ist keine Zeit. Yeah. Vorstoß, ich darf zwei beliebige Einheiten wählen. Und ich darf zwei Truppler, aber mein Han Solo ist auch ein Truppler, ne? Dein Han Solo ist auch ein Truppler. Ich nehme hier meine beiden Bikes. Abbau. Der Rest kommt in die Tüte. Mhm. Und genau, da ist eine Bewegung mit Geschwindigkeit 1, wenn du die wählst. Leia ist auch in 3er Reichweite, ganz dicke, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ja, siehst du das? Ja, ja, ganz dicke, sage ich, ja. Genau, und aber hier der Ausweichmarker ist weg, ne? Genau. Hast du Leia und Ingebit? Okay. Ja, genau, dann habe ich quasi. Dann, du hattest, glaube ich, letzte Runde Inni, weil du einen Einser gesprochen hast. Das heißt, du darfst einen roten Würfel würfeln, wer Inni hat. Okay. Wie war das? Schilde du, alles andere ich. Du. Ich. Gut, dann bin ich. Achso, die dürfen sich einer Bewegung, ne, machen. Die genau, haben, wenn die, genau, die haben. Die, diese Sonderregeln. Also kann ich jetzt nämlich auf die schießen. Mhm. Und, der böse Hahn. Ja, möchte sie sich auch noch bewegen? Sie möchte sich, glaube ich, einfach auch noch bewegen. Der Grund bleibt. Wir haben herausgefunden, dass beim letzten Schlachtbericht das Einheiten, anderen Einheiten keine Deckung geben. Genau, nur Fahrzeuge geben anderen Einheiten Deckung. Das heißt, wenn Rias hinter diesem Walker hier stehen würde, hätte er leichte Deckung. Ja. Wenn man durch Truppler durch, also Truppler geben anderen Truppler keine Deckung. Mhm. Gut, da die Chance relativ groß ist, dass ich jetzt einen Truppler ziehe und dann wenigstens noch einen Schuss mit dem machen kann, will ich jetzt doch nicht Hahn aktivieren, weil den könnte ich ja mit Duck and Cover noch so relativ gut zählen. Genau. Und so Duck and Cover muss ich sagen, falls der Dicke kommt, der ignoriert Deckung. Ja, trotzdem. Okay. Muss jetzt. Dein. Oh nee, Alter. Kannst deine Karte jetzt nutzen, womit du einen zweiten ziehen kannst. Wie Lebenspunkte hat der noch? Noch einen, oder? Ist der, nee, der hat jetzt noch einen, ne? Ja. Ne, dann nehme ich den sogar. Go, go! Das ist ja gleich das Schlauste, oder? Ja, ich glaube, ich hätte ihn auch genommen. Damit er wenigstens noch einmal hier. Aber musst einen weißen Würfel würfeln. Hast nur eine Aktion. Ja, okay. Dreier Bewegung muss er Pflicht fliegen? Genau, Dreier Bewegung muss er Pflicht fliegen. Er muss platziert. Ja, dann. Ich darf nicht mehr zielen, ne? Wenn du noch schießen willst, nicht mehr. Ansonsten kannst du gerne noch zielen. Genau, ne? Ich will natürlich in den großen rein. Der hatte. Ich glaube 3-3, ne? Mhm. Genau. Und jetzt hoffen wir einfach mal, die Macht ist mit Wedge. Dass er jetzt 6 Crits kommt. Dann müssen wir mal gucken, ob er in Reichweite ist. So, du hast kein Ziel. Aber das ist ein Crit Convert, ne? Nee, der hat dann. Dann normal Convert? Nein, hat er gar nicht. Gar nicht? Zwei Treffer, Mann. Hoch, drei. Nee, 3 Treffer. 3 Treffer bleiben übrig. Du hast alle Weißen hier gebuckt, du. Mhm. Der brennt. Verliert er 3 Lebenspunkte und ich glaube, damit hat er auch schon seine Schwelle erreicht mit 7, ne? Oh, 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 oh. Kann ich auch auf er hat 8 Schwelle. Kollisionskurs geben? Nee, gibt es hier leider nicht. Ich weiß auch nicht warum. Wäre eine coole Aktion, aber gibt es nicht. Ja, ich glaube, dann bin ich, wa? Mhm. Ich bin mal so frei und leg den mal so daneben, ne? So, jetzt ist die Frage, was mache ich? Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal. Ach, warte mal, der hat doch auch noch eine hintere Kanone, oder nicht? Ja, auf wie viel Reichweite? Ich glaube nämlich, die hat nicht so. Nee, den 1 und 2, ey. Also, das wird wohl nicht hinkommen. Also, wenn du magst, messen wir es aus, aber. Gut, ich werde einfach mal. Ein Bike-Trupp war doch verletzt, ne? Ja, der mit dem Jungen. Genau. So. Ich werde, glaube ich, den verletzten Biker-Trupp aktivieren. Zack. Es ist nur die Frage, was die guten Jungs machen. Also erstmal müssen sie ja ihre Pflichtbewegung machen. Mhm. Ja, ich bewege den hier hin,
Da musst du deine beiden Jungs neu positionieren. Warum muss ich die neu positionieren? Weil du bei der Pflichtbewegung ist die einzige Bewegung, wo Leiterfahrzeuge in anderen Einheiten reinstehen, also reingehen dürfen. Da musst du dich neu positionieren, das also mir Platz machen quasi in einer um den rum. Und du kriegst einen Suppression Token. So. Das war die Pflichtbewegung. Da glaube ich, reißen die hier mal das Steuer ganz hart rum. Max noch mit kurz festhalten. Ich klemme leider. Ja, ungefähr. So. Und dann würden die guten Jungs gerne auf den Trupp da schießen. Können wir auch nicht. Warum? Stimmt, ich habe einen Ionenmarker, ich Idiot. Ja, dann war das jetzt super doof halt. Ja, du kannst aber gerne, wenn du willst, machen. Ja, aber. Ja, dann bleiben die da drin stehen, dann würde ich die einfach hier bewegen. Von hier, so, hier. Und dann habe ich keinen Suppression Token und stehe dahinter. Genau, du stehst wieder dahinter. Das war natürlich wieder mega doof. Deswegen hasse ich Ionenwaffen. Zwei. Schießt du ungezielt in den Trupp rein. Das sieht gut aus. Der geht weg. Bleiben drei übrig. Der Ionenmarker ist dann weg. Die Arbeit ist durch. Sind drei Tote und Suppression Token. Ich bin nicht so gut im Würfeln. Also so hoch ist die Chance dafür. Wollte ich gerade sagen, ist ein weißer Würfel. Aber trotzdem, im Schnitt ist das deutlich. Ja, einer hätte dabei sein müssen. Einen hättest du nicht safen müssen. So ist egal. Ja, da bin ich, ne? Jo. Dann aktiviere ich Hahn. Jetzt wird's wehtun. Ja, weiß ich nicht. Der kann diesen Doppelschuss, ne? Genau, zwei unterschiedliche musst du aber beschießen. Genau. Dann Deckung ignoriert er. Wer ist er? Der Große, deiner? Ja, ich habe die Waffe, wenn ich die zu dem Angriffspool hinzufüge, dieser Granatwerfer. Genau, der Vipro-Granatwerfer, der hat halt Explosion als Sonderregel. Das heißt, der Angriffspool ignoriert halt Deckung. Ah, gut. Dann legt er sich einen Ausweichmarker und schießt auf die beiden, auf die Snowtrooper und die auf der Sturmtruppe. Okay. Also ich hätte jetzt auf beide Stormtrooper geschossen, weil hier die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die schwere Waffe nach Hause geht. Ah stimmt, du ignorierst ja nicht auf Deckung. Also du ignorierst Deckung und sonst hätte ich nur durch deinen Flieger Deckung. Das wäre egal gewesen, ob du auf die Snowtrooper schießt oder nicht, aber du ignorierst glaube ich sogar Deckung 2 ne? oder 1. Ne? Ist ja auch vollkommen egal, ich habe nur 1er Deckung. Genau. Aber 1er Deckung ignorierst du auf jeden Fall. Gut, dann mach ich das anders, dann ziehe und feuer ich. Jo! Machen wir so. Obwohl ausweichen, ja, der überlebt das. Der überlebt das. Ich lasse meinen Ausweich, den Zielmarker da hinten. Halt, auf den Kleintrupp. Ja. Benutze ich auch gleich. Das Durchschlagen 2, ne? Genau. Damit gehen die beiden nach Hause, ist die schwere Waffe weg. Dieses Durchschlagen 2 ist so mega stark. Dann geht er auf den anderen. Ja. Einer. Da wäre es jetzt interessant, ob du Deckung 2 ignorierst oder nur 1er, weil sonst wäre es gar nichts. Weil ich in schwerer Deckung stehe, aber das ist jetzt, aber ich glaube Deckung 2, ne? Ne, Scharfschütze 1. Dann passiert gar nichts, außer den Suppression. So. Dann bin ich, wa? Genau. Ich aktiviere gleich den Biker-Trupp, den zweiten, weil es so schön war. Mhm. Magst du mir mal den Dreier bitte geben? Dankeschön. Dahinter. So, er fliegt hier hin. Die geben sich beide ein Ausweichen und schießen dann auf den Trupp da. Sieht sehr gut aus, habe ich einen Konvert zum Schaden. Du hast leichte Deckung, das heißt 4 Stück. Wovon er 3 schafft. Jetzt sind wir wieder im Schlitt, wa? Dann zweiter Suppression Token. Mhm. Und ich lege mir noch einen Ausweichmarker ein. Genau. Und du darfst. Nee, weißt du, mache ich gar nicht, Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich den Problem egal. Nee, mach ruhig, ist doch egal, habe ich auch mit den Bikes gemacht. Was willst du machen? Dann würde ich mich doch reaktivieren und erstmal, die kann uns Ausweichmarker geben, ne? Die kann Ausweichmarker geben. Dann würde ich mich erst Layer geben und dann zwei Ausweichmarker auf die verteilen. Ja.
Und dann möchte sie, sie hat aber auch nur 2 Reichweite, ne? Genau. Möchte sie aber... Die beiden Trupps hier, ne? Genau. Sich auch selber aus. Ne, außerdem kann sie selber jetzt auch... Kann sie sich selber auch geben. Sie hat ja mit einer Fähigkeit... Leia ist halt ein geiler Supporter. Also ist meine Meinung. Mhm. So. Jetzt muss ich ja ziehen. Ich habe ja nichts mehr. Na gut. Standardtrupp. Ich möchte gerne den Trupp, solange der noch auf voller Stärke ist. Ich gucke mal, ob der eine oder zwei Aktionen hat. Hat natürlich nur eine. Dann schießt er einfach in diesen Trupp hinein. Sehr gut. 2 4 und 2 rote. Ja, das hier geht weg, also das hier wird noch zum Treffer werden, du hast aber Heavy Cover, das heißt, das geht weg, der Crit bleibt, ein Treffer, ein Suppression Token und ein Toter. Ja, du kannst den Ausweichmarker nutzen. Ich kann den Ausweichmarker nutzen. Ich weiß aber gar nicht, ob der bei denen wiederkommt, bei den Fleet Troopers. Nein. Nee? Die haben nur bereit. Okay. Auch nicht auf der Seite hier. Nee, die haben nur bereit, okay, der wäre weg. Aber dann ist keiner tot. Nein. Dann bin ich, ne? Dann nehme ich aber, also eigentlich hätte ich den da reinmischen müssen, weil ich ja quasi dem, ich wusste ja, was kommt, aber selbst wenn da jetzt meine Sniper dran gewesen wären, hätte ich die Fähigkeit von Leia benutzt, das heißt, das ist relativ egal. Diese Fähigkeit lädt sich auch am Ende der Runde immer wieder auf, deswegen ist es automatisch, das heißt, es ist vollkommen egal, jetzt hier für den Spielverlauf. Und jetzt stürmen seine Jungs voran, nachdem er einmal geguckt hat, ob die überhaupt 2 Aktionen haben. Nachdem sie überhaupt geguckt haben, ob sie 2 Aktionen haben. Wahnsinn. Weil wir es haben, deswegen... War klar. Und dann... Achso, wenn sie aktiviert werden, kriegen sie automatisch einen Zielmarker? Nein. Bereit? Bereit bedeutet, wenn... Das heißt, wenn du auf... Wenn du auf abwarten gehst. Ja, okay. Dann müssen sie wohl über... Was haben sie? Jeder hat 2 weiße und die Shotgun hat, glaube ich, 2 rote, ne? Die Shotgun hat 2 rote und hier ist 1. Und wie viel weiß das hier noch? Ich glaube, den hast du 10. 10 weiß das. Ich glaube, ich habe hier nur 6. 5. Irgendwo hier muss noch einer liegen. Irgendwo. Und nochmal welche raus? Ich habe 6. Ich kann nicht mehr rausholen. Also dann, ja, ich habe 2 mal die Box, sonst wären es nur 3. Irgendwo müsst du hier noch weiter liegen. Ich mache ja da 5, weil dann müssen genau. Wir, ne? Einer. Der Crit bleibt, haben die einen Convert bestimmt, ne? Doch, dann hast du jetzt, genau, 2 gehen weg durch Deckung, dann 2. Gut. Einen geschafft, einer tot und ein 2. Suppression Token. Mhm. So. Dann, ja, ziehe ich mal. Lass mich überraschen, was kommt. Standard. Muss ich mal hier den Einser geben. Da müssen sich noch bewegen. Die Zielen bewegen sich dann minimalistisch, dass die alle hier auf Hahn schießen können. Mhm. Oh, oh, nee. Und der nicht. Falsche Einheit. Der hört doch eben wieder zu, oder nicht? So. Ja, dann sind das 2 4 4 weiße und ein schwarzer durch den Flamer. Den Flamer benutze ich, damit Deckung ignoriert wird. Und klein die einfach mal auf Hahn hier rein. Gucken wir uns noch komplett Deckung hier? Ja, weil die Waffe Blast hat und Deckung ignoriert. Dann ist der gesamte Pool der Deckung ignoriert. Das ist halt so, wenn man die Regeln nicht kennt. Ich wusste, da 2 Einheiten, die einfach das negieren, was er kann, und killen ihn dadurch jetzt einfach. Haben die einen Convert? Die haben einen Schadensconvert. Das sieht gut aus, das heißt, das sind 3 Treffer. Mhm, und ich kann jetzt auch Duck and Cover und alles nicht benutzen. Du kannst Duck and Cover benutzen, aber ich ignoriere es. 2? 3. Also nee, hast du Deckung ignorieren? 2? Die ignorieren komplett Deckung durch die Sonderregel Blast. Okay. Nee, warte, ist Blaster. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, nicht, dass ich irgendwas sage,
Ja, Explosion, nicht Blast, durch, doch, Explosion im Englischen Blast ignoriert komplett Deckung. Mhm. Das habe ich jetzt nicht gewusst, aber dann haben wir schon mal zwei Lenkungen. Du darfst zwei wiederholen, weil du bis zu drei wiederholen hast. Weil ich lüge. Da habe ich jetzt eigentlich einen nicht geschafften. Warte, dann kommt Wortbestand, ne? Hatte. Das heißt ein Lebenspunkt. Und der darf aber nicht einen Reroll. Nein, einen Reroll darf man nicht nochmal rerollen. Okay. Das heißt. Der erste Niederhaltmarker für Hammer. Mhm. Und dann darfst du auch schon. Genau. Während ich dir nochmal einen Schadenspunkt dahin gebe. Dann mische ich mal, weil wir wollen ja gerecht sein. Und haben eine normale Einheit. Und möchte die Einheit hier aktivieren. Mhm. Weil da kann ja nicht mehr wirklich was passieren auf der Seite, ne? Ja, aber. Da passiert nichts. Hier passiert aber auch nichts so Wirkliches, ne? Nee, das ist ja auch nur noch der Trupp, ne? Wir sehen uns da, du kriegst aber Deckung. Ich krieg Deckung durch die Wälder, hat mir ja vorm Spiel geklärt, dass das, das und diese Wälder. Was für eine Reichweite haben die? Die haben drei Reichweite. Alle? Ja, alle. Also auch die schwere Waffe hat bei denen drei Reichweite. Mhm. Sollte dran sein, müssen wir zum Rest. So, dann, was schieße ich, möchte ich den, ja, ich möchte noch den großen schießen. Ja, würde ich dir auch empfehlen, weil du noch einen Schadenspunkt machen musst. Genau, ich habe dann 1, 2, 3, 4, 5 schwarze und 6 weiße. Weiße. Jetzt ist halt die Frage, wo die weißen Würfel sind. 4, da liegt noch einer, ein weißer Würfel fehlt irgendwie. Man weiß es nicht. Nicht in deiner Box noch drin? Nee, werden wir noch hersuchen, ist vollkommen egal, machen wir erstmal weiter, oder? Ja. Die haben gezielt. Na, zwei Crit. Ja, kann ja schon reichen. Reicht doch. Auf den Fall. Dann würfel ich mal den Bogen. Oh, dann gucken wir, was das ist. Oh, kann mich nur noch vorwärts bewegen. Geil, bringt. Explodiert sofort. Nein, gibt es nicht. Was habe ich denn gewürfelt? Das Machtsymbol, ne? Du darfst eine Waffe von ihm zerstören. Die Deckung ignoriert. Das ist aber ein bisschen gemein jetzt. Okay. Ist das schlau? Ja, die oder die Hauptwaffe, ne? Also die Hauptwaffe. Ist stärker? Die Hauptwaffe natürlich. Die hat zwei rote und zwei schwarze und zwei weiße. Und die dann aber übrig bleiben würden halt drei schwarze, ein roter und. Nee, mach trotzdem die Hauptwaffe. Die Hauptwaffe, okay, dann drehe ich es wieder um. Ist doch besser, oder? Die Hauptwaffe? Hauptwaffe wäre, glaube ich, besser, aber jetzt mit Han weiß ich nicht, ob das. Da hätte ich, glaube ich, doch eher das andere genommen. Wie viel gehen denn da weg? Wie? Bei den anderen? Zwei ja. Schwarze. Nur zwei Schwarze. Nur zwei Schwarze und das Deckung ignorieren. Ja, so, dann bin ich dran. Das ist General Weirs. Der Master-Taktiker. Mhm. General Weirs. Der kriegt wohl keine Sichtlinie zu Hahn hin. Nee, leider nicht. Magst du mal den Zweier bitte geben? Danke. So. Ich versuche unter der Kamera durchzulaufen. Also mit General Weirs entferne ich erstmal durch sein Sammeln. Das heißt, nach seinem Sammelschritt, was er jetzt wäre, kann er in Reichweite zwei Niederhaltmarker entfernen. Bis zu einem Niederhaltmarker, nehme ich den hier schon mal runter. Was soll's, ist ja umsonst. Und dann läuft der kleine General ein bisschen. Drei Move. Reicht leider noch nicht. Läuft er trotzdem weiter. Nö. Und dann möchte General Weirs auf Harm schießen. Wie bitte? Der ignoriert wahrscheinlich auch Deckung, ne? Ja, aber er hat auch nur drei Weißen. Nur. So. Mach hier gerade ein paar Fotos. So, General Weirs versucht einfach mal den Schuss auf Hani. Nichts. Ja, geht. Nicht mal ein Suppression-Token. Was ist denn hier los? Gut so. Okay, du darfst. Dann Standardeinheit. Oh. Ja, ist ja nur noch die Beine. Oh. Aber irgendwie fehlt doch eine Einheit. Nee, da ist noch eine. Ja, aber ich habe doch noch zwei Standardeinheiten und mein Sniper-Team. Das Sniper-Team ist ein extra also, Symbol. Ich habe noch zwei, ich habe das falsch gesehen. Genau. Ja, macht das jetzt noch einen großen Unterschied, wenn ich aktiviere? Ich schieße mit der Einheit auf den angeknabberten Dings. Das sind zwei Schwarze, nee, ein Schwarzer, dann noch zwei. Ein Schwarzer und sechs Weiße.
Genau. Ich versuche mich erstmal zu dingsen. Du nimmst gerade Verteidigungswürfel. Ja, einmal um das wegzumachen. Die haben zwei Suppression. Bleibt einer drauf. Ja. Gut, dann schießen die nicht gedingstet, sondern ganz normal. Immer mehr weniger weiße Würfel. Ja, wo der weiße Würfel ist, keine Ahnung. Einer und den ignoriere ich. Die haben keinen Convert, ne? Nein. Aber Suppression? Da kriegen sie nicht. Gut. Haben wir doch erst in unserem Einheitenfokus hochgeladen. Genau. Da wusste ich es ja auch. So. Der Walker. Was macht der kleine Walker? Ich glaube, der wollte einfach den Gleiter runter. Versucht er zumindest. Okay. Schießt die auf Honey. Der Walker feuert halt noch mit seiner Zwillingsblasterkanone. Sind drei schwarze, ein roter, ein weißer. Auf? Also insgesamt mit der Dingskanone, aber die hilft ja bei deinem nicht. Deiner kann ja nicht von blasten. Auf deinen Gleiter. Okay. Was hast du erzielt vor? Ist das noch okay? Das habe ich natürlich vergessen. Wäre jetzt nochmal auch zu spät gewesen, hat er recht. Einer geht weg, weil du immer in Deckung bist. Die zwei convert ich, das heißt zwei Stück. Und wir wollen jetzt hier zwei sehen, oder? Damit geht er leider nach Hause. Genau. Ich entferne ihn mal hier, ne? Mhm. Top first up, ne? Von Einheiten. Mhm. Und dann ist der Walker durch. Genau. Dann darf ich es mir rein theoretisch aussuchen, weil ich es ja immer ändern kann, weil ich es noch nicht geändert habe. Dann Sniper. Nö, einen schwarzen und rot. Ne? Skizziert würde ich, möchte ich das gerne, aber brauche ich hier nicht. Ne? Ist jetzt schon tot? Ist tot. Nein! Schauen wir mal, was ich noch habe. Standarddruck. Welcher war denn noch nicht? Ach, die! Und den hier kann ich ja rausnehmen, den hast du gerade vernichtet, den Standarddruck. Schade. First Blood 2. Direkt back to back. So. Magst du noch? Selber machen. Bam, 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 bam. Ja, die Jungs schießen auf den Trupp. Gerade Deckung. Vier weiße, maximal. Kommen die an? Ja, drei Reichweite vom General. Jo, ganz easy. 1, 2, 3 und zwei rote. Habe ich es jetzt richtig gemacht? 1, 2, 3, 4 sogar. Ein weißer zu wenig. So. Die beiden gehen weg. Drei bleiben übrig durch Prince. Ja, Mann, jetzt mal drei. Prince, ich muss mal ganz kurz die Kamera bitte ausmachen. So, sorry, wir mussten einmal kurz unterbrechen. Aber ist nichts passiert. Ich glaube, ich habe gewürfelt. Ich bin mir nicht. Genau, du hast gewürfelt, dass der Trupp ist gestorben. Ist passiert. Der Trupp ist gestorben, ist passiert. Gut. Dann. Ja. Dann, ja, war's das mit mir? Mit dir genau, auch. Mit mir auch. Ja, alles einsammeln. Ja. Ein Suppression wird hier abgebaut. Das heißt, weglaufen tun sie nicht. Da wird dein Suppression, glaube ich, abgebaut und haben seiner. So, Hahn hat eine Verwundung, das haben wir alles. Dann Commanders. Genau, das ist. Nee, das ist deins. Okay. Jo. Du musst immer zuerst legen, weil ich ja. Ne? Genau. Die kommen. Kennst du jetzt meine? Nee, ich bin einfach nur unendlich schnell dran. Oder? Ist nicht das? Ja, du bist schneller dran. Genau, ich habe einfach eine nulle Aktion. Genau. Bin als erstes dran und kann Hahn. Und Hahn kriegt, glaube ich, auch noch zwei Marker, ne? Genau. Ein Solo erteilt Ziel und Ausweichen. Ziel und Ausweichen. Das ist ziemlich gut. Genau. Achso, die Zielmarke noch. Genau. Sowas wie Doppelzielen geht nicht, ne? Du kannst jetzt in deiner Runde nochmal zielen, wenn du dran bist als Aktion. Das ist ja kein Zielen, du kriegst nur einen Ausweichmarker. Ja, okay. So, ich darf eine Einheit wählen. Ich. Okay, gut, gelegen.
Okay. Oh, warte mal. Aber ich glaube, die sind zu weit weg. Ja, ganz knapp zu weit habe ich mich rauspositioniert. Genau. Achso, der geht ja hier raus. Zack, 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 zack. Genau, für den Truppler hattest du den Marker auch schon, oder hatte ich den schon genommen? Weiß ich nicht. Oder hast du mir den schon gegeben? Nee. Zähl mal nach. Ich habe 2, 3 Truppler. Nee, den hast du rausgenommen, oder? Warte. Ja, nee, habe ich nicht. Hier ist nee, ich bräuchte noch 3 Truppler und das ist richtig. Hast 3 Truppler, ja? Genau. Okay. So, die kommen ins Säckchen. Und der Hanige darf anfangen, weil 0 kann ich nicht schlagen. Genau. So, dann... ja, das war jetzt, glaube ich, mein Zweier. Ja, genau. Wir können also, ja hier mal immer hinlegen. Also alle, die gespielt worden sind. Genau. So, so dann möchte Hahn gerne... also die Decken. Gut, dann schieße ich mit dem nochmal gezielt. Also ein zweites brauchst du nicht hinlegen. Mhm. Und einmal auf den Trupp und dann auf den Trupp. Welchen zuerst? Zuerst den Flamer-Trupp. Okay. 2 tot. Und auf den anderen? 2. Du hast nur Deckung 1 ignorieren. Genau. Das heißt einer tot. Und Non-Suppression tot, genau. Genau, mach ich gleich. So, bin ich, wa? Ja. Ich habe keinen Fehler gemacht. Schade. Ich aktiviere meine LTSD, was soll's. Die sind im Feuerradius. Der wird zielen und schießen. Auf? Den Druck dann. Ja, okay. Der ignoriert ja auch Deckung, ne? Genau. Also durch, er wird halt seine zweite Waffe zufügen. Das sind dann 3 schwarze, ein roter und ein weißer, glaube ich. Ich muss mal gucken. Jo. Auf den Truppler. Sieht gut aus. Alles. Hätte ich noch nicht gezielt. Genau. Leichte Deckung. Also ignoriert er. Also das heißt 5 Verteidigungswürfe. Genau, da. 5 tot. Läuft. Ja, schwere Waffen muss gehen. Ah, nee. Nee. Stimmt, hast ja nur ganz. Nein, es sind 4. 5 sind tot. Das heißt, schwere Waffe genauso. Der Sergeant stehen dann. Ja, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Und zu... Jo, hab ich vergessen? Zu Fresh. Genau. Ja. Dominik? Jo. Dann, Leia. Will ich Leia aktivieren? Nee, das sind die da. Sind die da, okay. Das ist... Will ich die da aktivieren? Nee, ich nehme die Fähigkeit. Ich nehme auch mal meinen Ausweichmarker. Oder deinen. Dann, nehme ich den anderen Trupp. Nehme ich den Standard-Trupp. Und möchte auf 3 haben die, ne? Mhm. Gibst du mir bitte die Dings? Also den Trupp hier aktivieren? Ja. Nee, oder nee, nee. Ich glaube, ich aktiviere den Trupp. Mhm. Und dann gibt mir so eine Einerbewegung. Hier. So. Wenn ich mich da jetzt so ranbewege, dann bin ich an 1 drin, ne? Also wenn ich mich jetzt hier ranbewege, ja. Dann wäre ich an 1 drin. Ja. So, und wenn ich jetzt mit dem Chef die Bombe werfe und mit dem schieße, haben die dann alle... Und dann kriegen, was kriegen sie denn noch? Blast, das ist ja egal. Ist ja nur du hast ja nur Impact, das ist vollkommen egal, die haben keine Panzerung. Ja, keine Panzerung. Ansonsten ja, dann hättest du komplett die Deckung. Genau, aber das, nee, nicht die Deckung nur jetzt, sondern dieses, die Panzerung ignoriert. Also Crits umgewandelt, ne? Genau, aber ich meine, es gibt ja auch die Granate im Moment, du Deckung. Und deswegen ist das vollkommen egal, das heißt... ich werde das so machen, dass ich dann nicht die aktiviere, sondern dann aktiviere ich. Hahn war aber auch schon, ne? Den kannst du auch machen. Hahn ist aktiviert worden. Genau. Genau. Und jetzt ein Standardtruppler und dann werde ich mal 3er, ne? Das ist hier. Das heißt, den darf ich auch. Dann glaube ich, schieße ich auf den Trupp. Ja. Dann aktiviere ich den Zielen und auf den Trupp. Mhm. Das sind 5 und 6, ne? Genau. 5. Und ein Weiß muss nachbekommen, weil ein Weiß immer noch verschollen ist. Genau. Wir haben mal 2 Schwarze, müsstest du mir nochmal geben? Hier. So. Zack. So. Dann habe ich gezielt. Das heißt, ich dürfte 2 nachwürfen. Die treffen ja sowieso alle. Genau. Wow. Außer das eine Symbol da, ne? Das macht Symbol ja. Trifft auch nicht.
So, da ist leichte Deckung dazwischen. Ne? Nee, ist es gar nicht. Nee. Ist es nicht. Ist es nicht. Wie viele sind denn das jetzt? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 und 2 nach. So, jetzt mal überdurchschnittlich. Sieht gut aus. Dein Ernst? Für die Kamera alles safe bei 6, 2 nach. Dein Ernst? Alle. 8 Wunden gesaved. Aber wenigstens zu fresh. Das war der Plan, da sollte das fresh drauf. Ja, sehr gut, das war die Elite-Einheit des Imperiums. Boah, voll übersch, die sind zu stark, die sind einfach viel zu solide. Ich würde auch sagen, die müssen auf jeden Fall genervt werden. So, wir haben Bikes. Bikes. Waren die schon? Nein. Okay. Dann schauen wir, was wir mit Bikes machen. Was die Biking jetzt hier anstellen. Ziehen und schießen. Mhm. 2, 2 und 2. War es jetzt der verletzte Trupp oder der heilende Trupp? Das war der heilende Trupp. Okay, das ist also der verletzte hier. Das ist ja wohl richtig für Heißnummer. So. Ja, gut, dass ich gezielt habe. Also, das ist ja auch ein Treffer, das wird gleich converted. Habe ich Deckung? Ja, leichte Deckung. Einer geht weg, das heißt 4 bleiben übrig. Jo, Trupp ausgelöscht. Ja, ich kann die Deckungswürfe besser als du. 8 Treffer. 8 Treffer gesaved. Das wirst du nie wieder in deinem Leben schaffen. Das glaube ich auch nicht. Geht nicht. Das ist, passiert einmal in deinem ganzen Leben. Einmal wahrscheinlich nicht. Warum war das jetzt nicht irgendwie so ein Finale auf einem mega wichtigen Trupp? Ja. So, dann. Layer. Und sie kann das jetzt ja nicht nochmal machen? Nein. Genau. Dann möchte sie gerne. 2 kann sie schießen? Ja. Nee, da darf aber noch nicht viel mit schießen. So, dann will sie gerne. Und sie kann den Einsack geben? Das steht auf deiner Karte. Musst du mal kurz gucken. Wie gesagt, ich spiele eigentlich keine Rebellen. Wo hast du die denn? Das ist die automatisch. Das kostet eine Aktion, wenn du diesen Ausweichmarker geben möchtest. Okay. Das ist in Reichweite 1. Okay. Dann macht sie das so, dass sie hier hingeht. Und sie kann dich ja auch entfernen, ne? Ja, kann sie dann auch. Dann kriegen die beiden aus, sie und die andere Einheit einen Ausweichmarker. Genau, nach dem Schritt sammeln in Reichweite 2 war ja also am Anfang deine Bewegung genau. Alles. Sie möchte dann noch so rausgucken können, aber halt nicht gut. Entdecken sein und Ausweichmarker. So, was haben wir? Standardtruppen. Ich nehme die hier. Warte mal, ich jetzt noch ein Stück weiter hier rüber gehe, hast du glaube ich keine Deckung mehr, ne? Ja, der Trupp schießt auf den Trupp. Wir sind in der dritten Runde, glaube ich, ne? Ja. 4 weiße und 2 rote. Bleibt nur der Crit übrig. Nur der Crit übrig? Ja, ich denke, du bist immer noch in Deckung, weil du okay. Dran stehst, ne? Das heißt, ich habe einen weißen? Ja. Einer tot. Und ein Suppression-Trupp. Aber du hast ja eh Moral 2, ne? Wird also nicht so viel bringen. Und dann wäre der Trupp auch durch. Genau. Dann ist er auch gleich dran. Oh oh. Und na? Ja, schießt auf den Trupp, der da näher kommt. Erstmal gucken, ob er 2 Aktionen hat. Ja. Gezielt und schießen. 2. Zweimal Rüster.
Die kannst du ja nicht heute so gut. Du hast jetzt 10 Würfel hintereinander. Einer stirbt durch Durchschlag. Aber du hast gerade 10 Schilde hintereinander bisher gewürfelt. Was soll ich sagen? Imperiale Elite ist auf dem Feld. Genau. Nee, mega Glück muss ich jetzt auch wirklich sagen. Also der Trupp hätte definitiv nach Hause gehen müssen. Hier war es jetzt 50-50 Chance, also eigentlich natürlich auch überdurchschnittlich ein Safe geschafft, dadurch ein Toter durch Dings. Ein Standardtrupp. Ich würde gerne. Was ist denn noch dran hier auf der Seite? Nur noch der Typ da. Ich würde gerne die Flamer aktivieren. Ich guck mal, ob die. Das auch weg. Das auch weg. Ob die. Bauen einen ab. Schon mal wichtig. Ja. Aber wie ist es in so einer Nähe? Ja, ja, wie ist es in der Nähe? Ja. Was sollen wir machen? Schießen wir auf Hahn. Ein schwarzer, zwei weiße. Haben die ja einer. Das ist wohl dein Ausweichen nutzen, ne? Dein Ausweichen. Achso. Ja. Das ist mein Ausweichstruppen. Also. Genau. Zieltruppen, der würde eh abgebaut werden, diese Runde, aber den hat genau. Er dann bist du. Genau, das ist mein letzter Typ hier dann. Der zielt und schießt auf die Rache. Reichweite 2, ne? Mächtiger Typ, kommt zusammen. Hat zwei weiße, keine zwei schwarzen, aber da du eh Leerseiten gewürfelt hast, auch den besseren. Aber du hast gezielt, ne? Ja, genau. Das hier. Ach, Deckung? Aber ein Impression. Nö, hier auch. Hardcover, nicht nur durch so. Achso. Ja, jetzt hat er mir sogar noch einen dritten Suppression reingedrückt. Bikes. Bike, bike, bike. Erste Bewegung. Zweite Bewegung. Dritte Bewegung. Dann wären die. Habe ich jetzt die falschen genommen? Ja, ich habe einen falschen. Den richtigen. Der vorne war. Nee, der vorne war es richtig. Hier ist der andere Anführer, aber ich habe hier, ich stelle den einfach nie mit dazu. Nee, du hattest von dem. Typen die Reichweite gemacht wahrscheinlich. Habe ich nicht von denen? Das ist egal, ich lasse verstehen. Zwei. Nee, die Reichweite müsste irgendwo mit dran machen. Dann, ich weiter, ich habe keinen mehr. Achso, du hast nichts mehr. Ja, ich habe ja auch nur noch. Achso, und wie ist noch? Wie ist das dran? Was macht denn der kleine General? Kann ich mich hier machen? Hier irgendwas in Reichweite 1. Ja, die da war. Ist das Reichweite 1? Ist vollkommen egal, der Suppression geht eh runter. Das ist eh. Ja. Dann. Geht er hier hin. Schießt auf Hahn. Drei Weißen. Ja, drei Weißen. Ignoriert der Cover, ne? Cover 1, ja. Also dann nehme ich Duck in Cover. Dann kriegst du schon mal ein Suppression. Genau. Dann bleibt nur ein Treffer übrig, der Crit. Verlierst einen Lebenspunkt. Nee, wiederholen. Verlierst einen Lebenspunkt und kriegst noch einen Suppression Token. Genau. Zack. Mühselig. Ja, dann habe ich nur noch die Einheit da. Schauen wir mal, ob die was runterkriegen, aber wie ist das auch in der Nähe? Entfernen ein, immerhin. Haben sie eine Aktion, die zielen und schießen hier auf die. Die eine Aktion, dann können die zählen. Die schießen. Zwei weiße, zwei rote. Auf. Den Heini. Einer. Ausgewichen. Ja, Suppression Token geht eh gleich weg. Und dann wären wir durch, ne? Dann nehme ich hier jetzt noch ein Suppression weg. Dein Suppression da kommt weg. Hahn verliert ein Suppression.
Genau. Und wir schon in Runde 4, ne? Vierte Runde. Wow. Geht ja flott, ne? Mhm. So, dann. Ja, wir haben den Kommando-Dings von den Bikes. Schwere Entscheidung. Okay. Maximum Firepower. Han, ich habe die Dreierkarte von Leia geschmissen. Haben wir mal gar nicht reingehalten bisher, ne? Genau, haben wir. Also ich darf Leia und zwei Einheiten und nachdem Leia aktiviert wird, darf ich noch eine weitere. Genau, ich habe einfach die von Weas, die ist, glaube ich, bekannt. Ja, dass er einmal den Schuss machen kann. Ja. Und genau. Zack, 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 zack. Der ist ganz in Reichweite, ne? Oder kann ich ihn trotzdem legen? Nee. Nee. Reichweite 3 nur. Oh. Macht nichts, oder? Oh, dann ist hier. Achso, der Hahn ist auch noch da. Mhm. Dann möchte ich, glaube ich, den Hahnigen auch legen. Okay. Dann bin ich zuerst. Egal, ich ja sowieso mache mir eine Runde. Genau. Ja, Weas macht zuerst mit einer Aktion seine Zielfähigkeit. Mhm. Macht er hier drauf, auf sich selber. Dann gibt er sich einen Zielmarker und dann schießt er mit seinen vier roten Würfeln einfach auf deinen Trupp da. Mhm. So. Ich kann auch nur 3 sehen. Egal, ich werde ihn nicht so viel töten. So. Ach, einer geht weg, du, also Hardcover, meiner ignoriert einen, sind 3, hätte ich mir gar keine 2, habe ich hier 2 C-Marker liegen. Einer. Einer tot und ein Suppression-Token. Und dann darfst du auch schon. Mhm. Dann aktiviere ich... Gib mal diesen Einerstab. Hier. Ich kann ja am Ende der Bewegung... Nee, diesen Messer. Reichweite 1. Ja. Gut, dann kann ich den wegnehmen, ne? Aus der hier das Ding nicht mitziehen. Wie? Die Spitze, die ist. Also, ich mache mal kurz die Deckung weg. Also, wenn da dran liegt, das ist kein Thema. Ansonsten. Ist ja schon. Ah, nee, machen wir nicht. Der muss sich bewegen, ne? Mhm. Gut, aber sie kann sich ja. Dann kann sie nicht schießen, ne? Das ist eine freie Aktion mit dem Wegnehmen? Musst du bei dir mal drauf gucken? Ich glaube ja, ne? Das nimmt sie ja so wie bei dir auch einfach weg. Ja, nur dass du 2 wegnehmen darfst, nicht dran. Okay. Dann in Reichweite 1. Wie heißt denn das Ding? Alle in Deckung? Nein. Abo. Ansporn in Reichweite 1 und 2. Ja. Dann kann ich ja vielleicht sogar. Ich glaube nicht, aber der Solige ist dann nicht da drin, ne? Nee. Aber sie könnte. Aber der Solige hat eh 2 Aktionen, weil er nur einen Suppression-Token hat und erst ab Moral 2 oder 3 in Aktion. Gut, dann drauf gekackert. Ja, dann nehme ich den runter. Ja, 3 Würfe, glaube ich, ne? 3 schwarze. Dann. 3 schwarze? Oh, Alter. Ausweichen und schießen auf die. Sich selber ausweichen und dem hier ein Ausweichen. Also ich ziehe ins Außergewicht, wissen, dass das gemeint ist. Ne? So. Ach so, hier habe ich den Ziehmarker gegeben. Genau. So, dann schießt sie. Ja. Auf. Auf den Trupp hier. Mhm. Das wird, glaube ich, sogar Crits bei ihr. Ja, genau. Also das 2 Treffer. Sie convertet ja, nee, sie hat auch noch Scharfschütze in der Deckung. Ja, ne? Genau, also alles 3. Da hat sie jetzt mal richtig rein. Aber du bist jetzt bei 10 Würfeln hintereinander, da gucken wir mal. Dann müsste jetzt ja eigentlich alles Nullen sein. Alles Null, komm weg. Gut, oder nicht gut, weiß ich noch nicht. Dann darf jetzt direkt danach noch eine Truppleinheit aktiviert werden. Dass du diese von ihr gegeben. Von ihr, das, genau. Was Frank eben gespielt hat, etwas für unsere Rettung tun. Mhm. Und, Mhm.
Lass das ein bisschen weit mitbewegen. Entschuldigung. Ist zwar, glaube ich, fast dieselbe Länge, aber... Aber ich sehe dich jetzt ungedeckt, ne? Ja. Gut, dann... Ich habe eh immer leichte Deckung. Die haben eh immer leichte Deckung. Das waren die kaputten, ne? Ja. Das sind die kaputten. So. Also wenn du jetzt in Deckung gehen willst, hast du nur Einser-Movement, oder darfst du das schon immer bewegen? Wenn ich, ja, oder wenn du deine wenn die Bewegung dann enden, dann müsstest du am Rand anhalten. Du kannst nicht voll reinlaufen mit zwei Bewegungen in Deckung. Dann sollen die nicht in Deckung sein. Immer wenn du, wenn eine Figur deines Trupps da drin anfängt oder beendet. Und sechs weiße. Also wieder fünf. Genau. Wie viel hast du da? Ein. Ein weißer ist weg. Mysteriös. Einer. Ja, geht weg, ne? Nee, es waren zwei, oder nicht? Nein, es war einer, glaube ich. Ich war der Meinung, es sind zwei. Ich mache jetzt mal den Wurf. Ich glaube, ich habe zwei gesehen. Wenn wir im Video nachher sehen, verliert er noch einen Lebenspunkt. Ich war der Meinung, es sind zwei Treffer. Hey, 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 Würfel da. Jo. Dann, ich bin mal so frei, ne? Jetzt müsste ich mal ganz kurz gucken. Ja, das heißt, die würde ich verdrängen. Ich müsste mich halt so stellen. So, dann müssten die ja noch im Feuerradius sein, aber nur von 3, ne? Kannst du mal das Bike festhalten, dass ich es nicht verschiebe? So, wenn ich den so hinstelle. Ich stelle mal den kurz dahin. Nee, da habe ich dich nicht mehr im Feuerradius. Das ist jetzt semi-optimal. Ich gerade fliege, verdränge ich die beiden. Ne? Das heißt, die musst du neu positionieren, bleiben stehen. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Lass mal los. Magst du die zwei Modelle neu positionieren? Stelle ich den da hin. Dann habe ich jetzt hier Feuerradius. Ne? So. Du kriegst schon mal einen Suppression Token. So. 2, 2, 2. Ich kann jetzt maximal auch nur zwei Leute töten, die beiden, ne? Ist doch hier drin, das zählt nur von mir. Das bin ich jetzt auch gerade, müssen wir mal gucken, aber ich glaube, ich kann nur zwei töten gerade. Das sieht gut aus. Das ist okay, wenn ich mir noch ein Ausweichen gebe, sonst würde ich mir ein Zielen geben. Ich habe es nämlich eben vergessen. Aber dann würde ich mir ein Ausweichen geben. Das habe ich eben wieder vergessen. Das sind 4, maximal 2 können sterben. Die sind dann auch da. Da kannst du dich drauf verlassen. So. Und ich gebe mir nochmal, dass ich das natürlich eben vergessen habe. Zack. Und die 2 Lebenspunkte, die sie verloren haben. Dann bist du auch schon. Genau, dann aktiviere ich Hahn. Genau. Der möchte. Erstmal gucken, ob er den Dings los wird. Zweiter. Nee, nein, Entschuldigung, hat nur eins. Und möchte jetzt ausweichen und schießen. Ja. Erstmal auf seine Feuertypen. Einer. Und dann auf die Bikes. Nee, auf 2 Reichweite ist das von da? Obwohl doch, ich glaube schon. Nee, ist gar nicht. Dann auf WS. Das ist aber gemein. Raketen. Nee, keine Kopfhörer. Bestimmt. Ja, kann ein Crit sogar. Verliert WS 2 Lebenspunkte. Ja, das war jetzt ein bisschen bitter. Warum? Ich hätte jetzt nicht gerechnet, ich habe vergessen, dass du auf mir stehst. Ich habe Bikes. Drei Movement. Du hast noch
Leia? Oder war Leia? Nee, ich habe nur noch ihn. Dann war Leia schon, okay. Nee, und den Sniper doch. Und den Sniper. Okay. Dann ziehen die und schießen auf ihn. Auf wen? Auf die Ahani. Den Solingen? Den Solingen. Wie viel Leben hat ein Solo? 6. Also noch 4. Gut, dass ich gezielt habe. Das wären alles Treffer. 5, ne? Genau. Einer geht weg, weil du Suppression Token hast. 4. So, dann möchte ich gerne Duck and Cover aktivieren. Dann geht noch einer extra weg, dann 3. Ne, 2 geht weg, oder? Haben die Durchgang 1? Nee, aber ich habe ja schon, sonst wären es 5. Ich habe schon einen wegen Light Cover, was du hier durch hast. Durch Duck and Cover. Cover kann ich besser 2 werden. Also 2 müssen. Genau, dann kann man ausweichen. So, genau. Gut, 2 Stück, ne? Genau. Einer. Zack. Und da ist 3 verloren. Also ich habe den jetzt total offensiv durch Deckung ignorierende Leute geworfen. Und der hat echt viel wegradiert. Ne? Der ist schon richtig stark. Obwohl ich ihn gerade nochmal offensiv gucken, was der kann, hat er echt reingehauen, finde ich. Du bist, ne? Genau. Die beiden haben noch einen Suppression, aber das ist, glaube ich, egal. Es sei denn, ich... Stimmt. Stimmt. Habe ich total vergessen. Sorry. Zack. Zack. Dann aktiviere ich ihn. Nee, ich aktiviere ihn nicht. Ich aktiviere den Sniper. Ich kann mir jetzt aussuchen, weil ich darf durch die Fähigkeit ja den jetzt wählen und möchte auf seinen Trupp schießen. Gibt's hier. Schwarz und weiß. Rüstung. Boah. Und Suppression Tower. Jo, dann bin ich. Der Walker. Ich glaube, der bewegt sich sogar. Nee, dann wird er den Soligen da wegballern, das will ich halt auch nicht. Na, dann zieht er halt nochmal 2 Zielmarker drauf und schießt jetzt wieder mit seinen 3 schwarzen, einen roten. Den Solo weg. Einen roten und einen weißen, glaube ich, ne? Mhm. Auf Solo. Das gehört ja nicht dazu. Das sind 1, 2. Dann. Nee, du hast 2 Ziel? Ja, ja. Du hast noch nicht 3. Ach ja, stimmt. Ich bin uns beide Zimmer. Ja, ja doch. Mal, 2 Stück. Verliert er noch einen Ring. War jetzt nicht so cool, aber was soll's. Ja, dann ist mein letzter Trooper dran. Yep. Dann macht er das, was ich gesagt habe. Der Tiger da irgendwie so hin, dass er eine Reichweite. Also dass er noch Deckung kriegt, wenn die zurückschießen würden, ne? Aber sie können rauslaufen. Dann werden die auch Deckung bekommen. Kann ich mich nicht so stellen, dass ich auch... Nein, wenn du 50% verdeckt bist, dann von meinem Modell ja auch auf jeden Fall. Und selbst wenn du Deckung hättest, ich kann mich ja so oder so einer bewegen und blasten. Genau. Dann schieße ich auf die. 2 weiße immer noch. Nothing. Jo. Dann kannst du jetzt hier aussuchen, ich hab nichts mehr. Ja, stimmt. Dann hole ich mal raus, was ich dann noch habe. Ich hätte noch den hier. Den hier und den anderen hast du ja getötet. Kann ich also weglegen. Ja, komm, machen wir mal die Flame Trooper. Ziehen und schießen auf den Soli. Mhm. Weiß und schwarz. Aber Entschuldigung, warte, die bewegen. Ich gucke erstmal, ob Suppression runtergeht. Mhm. Nicht, dann können sie nicht ziehen und schießen. Einer. Und die ignorieren Deckung? Und genau. Weil der gleiche. Der schwarze Würfel, genau. Würfel, gleich 2 Würfel, weil. Ja. Noch ein. Also nur ein, ne? So, unglaublich. So, und noch ein Suppression-Token. Jetzt wird's eng, ne? Jetzt wird's eng, ne?
So, dann hier mein letzter Trupp. Ich gucke, ob das runtergeht. Die schießen auf deinen komischen Heini. Hm? Rot, rot, weiß. Zwei, aber Hardcover bis zu nichts, aber Suppression geht eh gleich weg, also vollkommen egal. Dann bin ich auch durch. Ja, dann nehmen wir. Ich nehme jetzt einen Suppression runter, ne? Jo. Den so liegen. Und hier einen. Und der ist ja schon weg. Dann haben wir gar keinen raufgelegt. So. Fünfte Runde, ne? Mhm. Oh, oh. Dann lass du? Offensive. Planänderung. Ich muss wieder weglegen, ne? Nee, ich kann es mir aussuchen. Ja, leg wieder weg. Okay. Wir beide legen. Ich leg ganz weg, du packst rein. Nochmal. Imperiale Disziplin. Okay, ich nehme waghalsige Ablenkung. Du darfst ja nur noch auf Truppler schicken. Wenn die einen offenen Marker haben. Ja, aber es sind eh alles nur Truppler. So, da kann ich aussuchen, welche. Ne? Also Han Solo und eine Truppler-Einheit in Reichweite 3. Müsste, glaube ich, fast alles bei dir sein. Ja. Ich möchte bitte, dass auf den geschossen werden kann. Und dann wir haben ja auf sie und auf ihn. Okay. Ja, auf Han und auf ihn. Han und auf ihn? Ja, ja, nee, Han und auf sie. Han und auf sie. Auf sie, okay. Ich bin... So. Ja, dann muss die beiden Marker daneben liegen. Mhm. Ich muss jetzt Jenna erholt zu sich, also das heißt, Jenna Weirs muss auf jeden Fall seinen Marker kriegen und zwei Einheiten, Kommando, Stärke. Dann nehme ich die Bikes hier einmal und den Walker. Der Walker erholt sich, das heißt hier sein, der General Weiss ist wieder ready. Und der Rest wandert ins Tütchen. Ist ja auch nicht mehr viel bei mir, ne? Der Truppler-Trupp. Achso, hier der Truppler-Trupp noch. So, jetzt habe ich alles. Gut. Dann hatte ich. Du bist. Ich bin dran, genau. Dann aktiviere ich einen Zoliken. Mhm. Ich kann nicht fliehen, ne? Weil ich ja, aber ich könnte nur eine Aktion haben. Genau, weil du hast. Hat der Numeral wird. Du hast auch nur eine Aktion. Ja, dann schieße ich. Auf die und auf deine beiden Snowys. Mhm. Zwei. Und auf wir. Ja. Hier ist noch ein Lebenspunkt. Mhm. Das wird knapp, der. Der Wirige. Da bin ich, wa? Gerade am Überlegen. Han ist tot. Han ist tot. So Slayer wäre noch interessant. Ich aktiviere die Bikes. Mhm. Das ist die Frage, muss ich dann die Waffe benutzen? Ja. Dann so könnte ich auf Leia schießen, ne? Mhm. So oder so. Freies Feld, dann würden die Solos durch, die geben sich zielen und schießen auf Leia. Mhm. Das habe ich nämlich vollkommen. Zwei und zwei, weißt du noch? Gezielt. Nein, die weichen lieber aus und schießen auf Leia. Okay. Oder? Nee, gezielt auf Leia. Komm, Risiko.
2 nochmal. Alle 6. Und der hat 16 Punkte, ne? Genau. Hast du das gesehen? 6 auch, ja. Jetzt hast du gesehen? 6 Blank. Ja, 6 Saves, dann wäre es ausgleichende Gerechtigkeit. Naja, fast. 4 Saves. 2 Leben weg und Scratch Top. So, ich lege mir den Zielmarker, habe ich benutzt und du darfst. Mhm. Dann Standardtruppe wäre auch egal, selbst wenn es anders wäre, hätte ich jetzt genommen. Mhm. Aktiviere die Einheit hier. Mhm. Guck, ob ich den wegkriege. Nö. Nö. Dann schießen sie trotzdem auf die. Mhm. 2 schwarze, 6 weiße. Da ist noch ein weißer. Zwei, ne? Und ich habe noch ein Ausweichen. Ich benutze natürlich noch ein Ausweichen. Nee, können die gar nicht haben. Nee, stimmt, die haben keinen mehr. Das ist noch von letzter Woche. Die waren noch gleich dran. Verliere ich ein Leben, das reicht, um den platzen zu lassen. Du mich, wa? Mhm. Standardeinheit. Ja, ich habe noch hier. Die haben diesmal keinen Suppression Token. Mhm. Magst du mir den 2er Bewegungsmaßstab geben, bitte? Also, jetzt hast du keine Deckung mehr. Mhm. Und die halten drauf. 2 Treffer. Dann nehme ich Duck and Cover. Und dann. Dann hast du 2 Suppression Tokens und du hast eine harte Deckung, also gar keinen Schaden. Genau. Zack, zack. So. Du bist. Warte, die hattest du jetzt aktiviert, ne? Mhm. So, zack. Und das ist der Typ, ne? Ne, das ist eigentlich Hahn. Ja, das ist der Typ. Hat einen drauf. Genau. Hat aber 2 Aktionen, weil er, glaube ich, nur weiter 2. Genau. Und schießt dann auf gezielt auf deinen Top da. Mhm. 1 Meter. 2. Dann ist der Trupp weg. Das böse Sniper-Team. Ja, weißt du. Da bin ich, wa? Ja. Du kannst es jetzt aus und da kann ja nur noch der Jetter direkt drin sein und die beiden hast du gelegt. Mhm. Da ist ja noch der eine, den du getötet. Der Jetter ist noch drin und der andere ist. Welcher ist denn da? Der Standard-Trupp, den du gerade getötet hast. Nee, den hast du doch schon aktiviert. Den Snow. Den Snow, genau. Sehen, der Jet hat, ne? Jo. Magst du. Erster. Ja, hast du da so hart gehabt. So, jetzt ich nehme noch einen Zielmarker und schieß drauf. Mhm. 1-1-1, was soll's. 2, hast du halt Cover. Ja, kannst auch nochmal würfeln, wäre so oder so nicht. Es bleibt nee, gleich. Kriegst nur den Suppression Token und bist dran und die Einheit ist fertig. Dann kann ich. Wer ist noch dran? Der und die beiden. Genau, die beiden sind noch dran. Mhm. Dann aktiviere ich Leia. Genau, hast du auch die letzte? Nee, er ist noch da. Achso. Ich aktiviere die Leige. Nehmen wir mal den Zweier. Zweier, bitte schön. Ich räume die einfach so weg, als wäre das nichts. So, ne? Suppression, was ist das? Der hat Moral mit 3. Ja, ist also 2 jetzt. Okay, und dann schießt sie auf den. Ja, 3 schwarz hat sie, ne? Mhm. Ein Crit und ein normal. Magst du nochmal 2 weiße geben, bitte? Nee, warte, musst du überhaupt 2? Also du hast doch Deckung 2. Genau. Verlierte ein Leben. Mhm. Und ich bin dran, wa? Genau. Ich aktiviere den Wiesigen. Mhm. Der gibt dem Walker 2 mal Ziel. Mhm. Macht er das?
Er gibt dem Walker zweimal zielen und dann schießt er auf Harm. Also er hat drei Aktionen? Wieso drei? Durch seine eine darf ich zwei Zielmarker verteilen. Durchs Spielen. Darfst du dir auf eine Einheit legen? Ja, einfach okay. Irgendeine befreundete Einheit spielen. Wähle bis zu zwei, also bis zu zwei kann ich wählen. Ich kann auch beide auf eine in Reichweite 1. Jede gewählte Einheit erhält einen Zielmarker. Jede gewählte Einheit legt ein. Aber bis zu zwei darf ich wählen. Also ja, aber du, genau. Also jede bis jetzt. Also ich kenne es wirklich, dass es auf beide geht. Der Wortlaut nach, dass du darfst bis zu zwei wählen und... Wir schauen nachher nochmal im englischen Text nach. Also in dem englischen Forum geht es so. Okay, aber das macht ja irgendwie nicht so Sinn. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nie hinterfragt, weil das genau derselbe Text ist, der auch immer bei Layer oder sowas kommt. Das steht doch, du hast ein bis zwei Einheiten. Jede gewählte Einheit kriegt... Also ich splitte es jetzt gerne auf. Aber wie gesagt, das schauen wir nachher gerne nochmal. Jetzt schießt der Mann nicht kaputt. Gib mal bitte drei weiße, du hast ja wieder alles gebunkert. Auf Hahn. Einer. Geht durch Cover weg. Aber ich will. Ach, ich habe Cover ignorieren 1 oder so, ja. Das Cover ignorieren 1? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt. Hat der Low Profile? Ja. Ach so, Han Solo hat. Unauffällig, ja. Ja, dann ist gar nichts, das ist nur ein Suppression. Genau. So, dann bist du. Ja, dann der letzte Trooper da. Mhm. Der hat noch einen Lebenspunkt. Wie ist? Wie er sich freut. Ja, das Ding ist, du kriegst eh leichte Deckung dadurch, ne? Ja, so jetzt nicht, wenn du rumlaufen würdest. Nö, aber ich überlege, genau. Also so würde ich gar keine Deckung bekommen. Das ist aber der Dreier und so weit kannst du nicht laufen. Auch wenn die schnell sind, auch eine dynamische Pose haben. Ja. Der Walker? Ja, zwei Crits. Uh-oh! Jetzt knicken wir kurz den Walker drauf. Damit ist Wirst top. Genau. Richtig so. Imperialer Kommandant erschossen, was ist denn hier los? Mhm. So. Da ist noch dein Großer dran. Jetzt ist noch der Große dran. Jetzt Smack. Ja, er zielt selber nochmal und schießt auf Hahn. Ich vergesse es immer. Drei schwarze, ein roter und ein weißer war das, ne? Mhm. Vier schwarze, kein, nee, drei schwarze, ein roter. Weißt du, auf den Hahn liegen. Ich aktiviere auch gleich noch den Dings, seinen General, der ja durch Viers seine Kommandokarte letztens ready gemacht worden ist, dass ich gleich noch den Granatwerfer da reinschießen kann. Mhm. Also erstmal den Soli. Zum Glück hast du erzählt. Ich will gerade sagen, ich habe nicht mal einen Converter. Ja, dann würfel ich die vier hier nochmal neu. Mhm. Jo, das sind dann zwei nur. Okay. Und decken die wieder her, ne? Ja. Ah, der brennt so aus. Wie fährt der Solige? Fünf, der ist tot, ne? Der fünf? Der hat sechs, aber du hast schon fünf. Ja, der ist tot. Der Solige wurde gerade erschossen. Der Solige wurde erschossen. Aber der hat, glaube ich, richtig viele Punkte geholt. Der hat richtig viele Punkte geholt, richtig viel weggetankt. Genau. Ich glaube, ich bin auch durch. Ja, dann mal. Dann den Marker nehme ich auch mal weg. Letzte Runde, oder? Mhm. Ich benenne ihn zu meinem Commander. Okay. So, ich kann. Offensive. Perfekt sagen. Ja, ich wähle hier den. Den. Und den. Ja, was habe ich denn? Eine Einheit nur, oder? Du hast eine. Ja, okay. Dann, die Einheit. Nee. Achso, warte, ich wollte noch meinen Schuss da auf die machen, habe ich angesagt. Entschuldige, meinen Raketenwerferschuss von, wo ich gesagt habe, drei weiße nochmal. Ein Treffer. Deckung und so? Ja. Also dann keiner, aber zu Pressure Token nochmal. Das heißt, einer geht sowieso jetzt weg von und einer bleibt drauf, genau. So, und jetzt haben wir es. Genau. Nee, was ist denn schlau? Ich habe noch zwei Einstandardeinheiten. Ich habe Layer und ich habe meine Sniper-Schützen. Die Sniper kannst du nicht wählen. Also die Sniper kann ich nicht wählen. Seine Layer hat unendliche Reichweite, aber ansonsten kommt sie nicht. Also nehme ich
Die Lake. Okay. Ist eigentlich egal. Gut. Ich fange an. Ich nehme die Bikes. Okay. Pflichtbewegung, dann schießen sie auf den Trupp, ohne zu zielen, weil sie ja noch weiter fliegen werden. Mhm. Zwei. Das ist ein schwarzer. Sieht gut aus, alles? Ja. Digga, sind Bikes, Elite-Bikes. Duck and Cover, nein, haben sie nicht. Und fünfmal Schild, mindestens drei Schild. Sechsmal Schild. Zwei hat er schon mal, aber alles tot, ne? So, dann fliegen die weiter. Mhm. Und dann sind sie auch in deiner Ausstandszone schon. Mhm. Leider ist mein Bike verunglückt. Die Ausstandszone ist wo? Die eine Ausstandszone von dir, also ich müsste hier schon lange drin sein. Bei mir ist die, ja, hier, wo der hat sich ja noch nicht bewegt, da wo er steht, musst du reinkommen. Also hier oder so? Genau. Eins von hier. Das wäre meine Ausstandszone. Mhm. Okay. Mhm. Dann aktiviere ich überkomme ich da nicht mehr? Den wirst du gleich, du wirst dann zwei haben, dann wirst du gewinnen. Ich finde beide hier reinkriegst. Ja, und dann hast du aber noch einen großen, dann hast du noch einen. Wie gut ist denn so ein Walker im Nahkampf? Du kannst ja nicht bitten. Ich kann ja einfach einen Schritt vor oder zurück gehen und der hat vier rote im Nahkampf. Okay. Na, dann hast du wohl gewonnen, würde ich sagen. Ja. Also hier kommen wir, hier ist einer. Genau. Und da wird sie nicht reinkommen. Das heißt, du musst eh Papier hoch machen. Ne? Genau. Dann noch schießt, schaffst du es nicht mehr. Ja, kommt rein. Also ist ganz klar, was ich mache, Dritter. Genau. So. Dann schießt mein Sniper, das ist mein Sniper-Trupp und schießt auf den Typen. Den? Hier sich schon wieder freuen, wenn er mal den Walker richtig anleiten soll. Der hat noch zwei Lebenspunkte. Nee, davon ja. Nein, du hast ja. Der hat 8 verloren, der hat 4 Lebenspunkte noch. Dann kann ich ihn ja gar nicht machen. Aber ich kann den töten. Kannst du wirklich? Ja. Glaube ich, wenn du siehst. Feuer. Ja, sehe ich. Sehe ich wirklich. Kannst du auch gucken. Also ja, glaube ich. Sehe ich. Also gezielt, ne? Nein, überlebt. Verliert er ein Leben, überlebt. Nein! Merken wir uns einfach, dass er noch ein Leben hat, ne? Dann habe ich ja nur noch den Walker. Genau. Der zielt. Und schießt. Und schießt. Und jetzt bin ich. Jetzt alles daneben und dann wird es noch unentschieden. Genau. So, zack. Ich vergesse es jedes Mal. Ne? Drei schwarze, einen roten und einen weißen. Mann. So. Auf den Elite-Flottentruppler, der schon General Weirs erschossen hat. Mhm. Gezielt natürlich. Ja. Vier noch. Schönes Spiel. Ja, sehr gut. Hier, ich glaube, hätte der den noch weggeknappt. Hätte er ihn weggeknappt, wäre es ein Unentschieden gewesen, weil du Layer drin hast, genau, ich habe den Druck drin. Ich glaube, hätte ich da auch 8 Dinger, hätte der noch, dann wäre vorher, dann hätte er danach auf die schießen können und wäre reingelaufen, hätte nicht so viel Schaden bekommen. Und leider noch ein kurzes Review machen. Beste Einheit. Jetzt, genau, beste Einheit bei mir, Solo. Also ich sage bei mir, auf jeden Fall, ich sage bei mir die Bikes. Ja, die Bikes. Definitiv, das ganze Spiel dominiert. Die ganze linke Flanke zerstört. Ja, wobei, Han Solo oder Leia?
Leia ja, hat gebufft. Hat wollte ich gerade sagen, also gemacht, Leia natürlich anders. Leia als Unterstützerin hat ihre Arbeit perfekt gemacht. Mit Han hast du natürlich den meisten Schaden gemacht. Ich glaube, du hast mit dem jede Runde 2 Truppler bei mir rausgenommen. 4. Ja, 4 Truppler, ja. Also 3 bis 4. 3 bis 4 Truppler jede Runde raus, konnte ich überhaupt nichts gegen machen. Mega stark. Und obwohl er aggressiv gespielt worden ist, die komplett im Freien stand, hat er. Und Deckung ignorieren und so. Und Deckung ignorieren, muss er ja noch dazu sagen. Ansonsten hätte er, glaube ich, noch viel, viel mehr beschossen. Hätte er dann alles gesaved. Ja. Der hätte immer nie mehr als 2 Damage bekommen. Ja. Auf einer Runde. Das heißt, dieses Heavy Cover. So, und dann halt, wie gesagt, noch sein Convert in ein Schild, plus, dass er die wiederholen darf, seine Verteidigungswürfel, machen den super solide. Ja. Ne, auf jeden Fall eine starke Konkurrenz zu Luke. Ja. Oder auch zu Leia, falls man Luke-Hahn spielt. Komplett ja, aber Leia ist einfach mit ihrer Anfangsfähigkeit. Ja, du brauchst nicht, nicht nur die Anfangsfähigkeit, ihre Buff-Fähigkeit. Jedes Mal 2 Ausweichtoken zu geben, finde ich mega stark. Ansonsten, ja, super stark. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, auch was Fahrzeuge angeht. Ja, wir haben heute auch mal ein bisschen was drin, ne? Fleet Troopers. Ja, wobei, wurden schon mal gezeigt. Wir haben heute neu gezeigt, eigentlich den Walker. Den Flieger und die Snowtrooper hatten wir, glaube ich, noch. Auch das nicht. Wir haben alles schon gezeigt. Haben wir alles schon gezeigt? Ja, dann. Wir haben auch nicht. Nee, genau. die Sniper. Die Sniper sind auch neu. Die Sniper heute sind die einzigen. Wir haben im letzten Schlachtbericht gab es den Flieger. Und Solo? Stimmt, das war ja noch der Schlachtbericht im Tabletop schon. Genau. Den habe ich ganz vergessen. Ja, auf jeden Fall, ich denke, mit 2 Stunden Turnier kommt man auf jeden Fall durch. Ja, aber dann muss man auch schon wieder. Muss man aber auch natürlich super schnell spielen. Ansonsten glaube ich wirklich so 800 Punkte, 2 Stunden auf Turnieren mit Aufbau noch, wird schon ganz schön knapp, wenn man das wirklich aufmacht. Ja, wenn man dann jemand hat, der nicht so durchzieht, dann kommt es auf jeden Fall. Und halt, falls man wirklich nochmal Streitfragen oder sowas hat, wir haben ja jetzt einfach gesagt, mach, ist egal, wir gucken später nach, ist gar kein Thema. Aber ich glaube, es gab auch nur, es ist eigentlich nur die eine Frage mit General Weirs, ob das geht oder nicht, ansonsten hatten wir, glaube ich, gar keine Fragen. Genau. Das Einzige, was jetzt noch an Verlusten ist, wir müssen noch irgendwie 2 Würfel suchen, ne? Ja, die Kriegsverschollenen. Genau, die müssen wir jetzt suchen. Aber die werden wir auch irgendwie wiederfinden, findet sich ja immer alles an. Genau. Hat auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen. Ich habe auch noch vom Major seine My Forces Early Card, habe ich ihn auch schon geschrieben. Okay. Und deswegen, das findet sich schon alles wieder an. Genau. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß wie wir. Und ja. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Schlachtbericht. Freuen uns über Kommentare und Feedback. Genau. Freuen uns.